und herzlich willkommen zu Emperor, die Bude der Dunkelheit. Anscheinend hat mein Aufnahmeprogramm es nicht aufnehmen wollen, die Episode 4, weswegen wir es normal spielen werden. Wie ihr seht, habe ich aber es geschafft, die richtige Entscheidung zu treffen. Aber ich spiele es trotzdem nochmal von vorne, einfach weil ich es einfach kacke finde, dass mein Aufnahmeprogramm mal meinte, ja, ich nehme es nicht auf. Okay, nochmal von vorne. Das Ich, welches er nicht kennt. Einige Monate waren vergangen, seit Olivia an die Schule gekommen war. Bay und Olivia waren immer noch in ihrer eigenen Welt und stritten sich oft. Und zur gleichen Zeit stärkte sie oft ihr Interesse an mir. Aber jedes Mal mischte sich Bay ein und hielt sie davon ab, mich anzufassen. Mir schien es so, als würde sie es genießen, und das gab mir ein ungutes Gefühl. Ray, lass uns dort in den Laden gehen. Ja. Du bist ja heute voller Energie. Macht es dich in die Stadt gehen so glücklich? Nein, natürlich finde ich es schön in der Stadt, aber mit dir ein Date zu haben, das macht mich viel glücklicher. In den letzten freien Tagen bist du immer wieder zu diesen Saloon-Partys und Bällen gegangen. Tut mir leid. Ich verstehe, dass es für dich eine wichtige Aufgabe ist, deshalb macht es mir nichts aus. Aber so mit dir wegzugehen, das macht mich wirklich glücklich. Aha. Und wo gehen wir als nächstes hin? Zum magischen Gegenständenladen. Dort drüben. Ich möchte ein paar mitbringen, so für Foreign kaufen. Wo du gerade davon sprichst, müssen wir wirklich zu dieser Hexe gehen? Ja? Was ist denn? Sollten wir nicht gehen? Ich habe Foreign schon vor so langer Zeit versprochen, dass ich sie besuchen komme und ich möchte dich ihr vorstellen. Nun, mir macht es nichts aus, wenn du gehen willst. Ich habe gehört, dass man mit Hexen nicht sehr gut auskommt und dass es keine Ausnahmen gibt. Auch wenn es nicht so viele gibt und ich nur ein paar Hexen bis jetzt getroffen habe. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass sie alle schlau waren. Mach dir nichts draus. Foreign hat vielleicht eine scharfe Zunge, aber sie ist so lieb. Ich bin sicher, du kommst mit ihr, dass du mit ihr klar. Das, ich bin sicher, du kannst mit ihr auskommen, Ray. Ich mache mir über ihre scharfe Zunge Sorgen. Okay, wir sollten uns dann mit den Einkaufen beeilen und. Sissy? Ray, schau dir das an. Mein Blick war an ein kleines Diadem im Schaufenster hängen geblieben. Das kleine Diadem hat viele funkelnde Steine. Es war so schön und hübsch. Es ist wirklich schön. Möchtest du es haben? Wenn du es haben willst, dann kaufe ich es dir als Entschädigung, weil wir in der letzten Zeit nicht viel miteinander unternehmen konnten. Was? Nein, ich will es nicht. Warum nicht? Wie kommt das? Schau dir doch den Preis an. Er hat 3 Nullen. Mehr als die Preise, die wir sonst sehen. Du sollst mir nichts so Teures kaufen. Lass uns dann lieber ein paar leckere Churros an den Marktbude kaufen. Churros kann man auch für einen 5-Jährigen kaufen. Du möchtest es doch, oder Sissy? Nein, ich dachte nur, es sei sehr hübsch. Du möchtest es, weil du denkst, dass es hübsch ist, richtig? Sei nicht so schüchtern. Bin ich nicht. Ich brauche es nicht wirklich. Es gibt doch sowieso keinen Ort, wo ich an D&D tragen könnte. Gibt es denn etwas anderes, das du gerne möchtest? Nun, oh, ich habe halt keinen Waschpulver mehr. Wer hat hier von alltäglichen Dingen geredet? Ja, echt mal. Ich find's immer noch so witzig. Er will was Gutes tun und sie so, oh, ich muss ja noch Waschpulver kaufen. Ich nicht. Ich möchte nichts, wirklich. Mit dir wegzugehen ist schon genug für mich. Ich bin wirklich glücklich, denk nicht zu viel nach. Ich habe noch nie ein Mädchen getroffen, das keine Geschenke von mir wollte. Hey Ray, der Laden da sieht auch interessant aus. Komm schon, beeil dich! Ich zog Ray an der Hand und lief mit ihm durch die Stadt. Nachdem ich ein paar Mitbringsel für Ray geholt hatte, machten wir uns auf den Weg in den Hexenwald zu ihr. Was ich mich frage, ja? Die Stadt von der Schule aus dürfte ja nicht so weit sein. Aber...
Von der Stadt aus zu der Hexe. Ich frage mich ja, wie weit ist denn die Heimat von dem Mädchen eigentlich entfernt? Ist die Schule eigentlich in der Nähe ihrer Heimat, dass die zur Hexe kann und dann von der Hexe zur Heimat, also zu ihrer Heimatstadt zurück kann? Das ist was mich echt interessieren würde. Klick. Hallo, Foraine. Willkommen. Und? Hast du den jungen Mann mitgebracht, von dem du mir geschrieben hattest? Ja, ich habe ihn mitgebracht. Ray! Es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen, meine Dame. Ich bin Ray, ein Vampir. Und Sie sind eine Hexe, die man Ray nennt. Ich habe viel von dir gehört in den Briefen, die ich von Sissy bekommen habe. Ganz nebenbei, du hast dir wirklich einen Vampir geangelt, nicht wahr? Geangelt? Je länger ich ihn ansehe, desto besser sieht er aus. Sissy, das hast du gut gemacht. So abtrainiert, such dir nur den besten Jungen aus. Ich akzeptiere keinen anderen. Wenn du jemanden mitbringst, du auch sehen. Stell mir das mal vor, ey. Er sieht gut aus, nicht wahr? Seitdem ich dich das erste Mal getroffen habe, habe ich schon gedacht, dass du kein normales Mädchen bist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass du so weit gehst. Wow, wirklich? Oh, hier. Ein paar kleine Mixe für dich, Frau Rain. Oh, die pulverisierte Haut eines Goblins. Du bringst mir schöne Dinge. Goblinhaut ist schön. Hexen sind für mich ein komplettes Mysterium. Frau Rain liebt interessante Dinge. Genau, ich liebe interessante Dinge und interessante Menschen. Sissy ist das beste Beispiel. Deshalb darauf hier auch zu mir zu kommen. Sonst würde ich so ein lautes, imperplappendes Mädchen rausschmeißen. Sie und Sissy scheinen sich sehr nahe zu stehen. Aber am Anfang war Frau Rain für eine Weile wirklich gemein zu mir. Gemein? Als ich ihr sagte, dass ich viele Dinge über die Außenwelt wissen wollte, rief sie Test und hat mich eine seltsame Medizin trinken lassen und mich dann in einen Pool gesteckt, der tiefer war als meine Größe. Oh ja, das war, als ich ihr Medizin gegeben habe, ihr erlauben sollte, unter Wasser zu atmen wie eine Meerjungfrau. Hat es geklappt? Nun, ich habe einen kleinen Fehler bei der Vorbereitung gemacht. Es war wirklich schrecklich. Ich dachte, ich müsste sterben. Ich habe dich doch gerettet. Aber nicht nur das. Ich musste Medizin nehmen, die mein Gehör viel, viel feiner gemacht hatte. Das hat doch geklappt, oder? Ja, aber ich dachte immer, dass wenn mein Kopf gleich zerspringen würde, weil die Stimmen so in meinen Kopf gehalten haben, wenn ich mit jemandem gesprochen habe. Wenn die Person nicht geflüstert hat, dann konnte ich diese nicht verstehen. Wegen den ganzen Hallen in meinem Kopf. Nachdem all diese Torturen. Warum kommst du immer noch her, um sie zu sehen? Warum? Weil es Spaß gemacht hat. Auch wenn du gesagt hast, dass du kopiert wurdest, hattest du also auch eine gute Zeit. Nun, ich bin nicht gestorben. Ja, ich bringe niemanden um. Jedoch bin ich öfters mal fast gestorben. Das war doch kein Problem. Jetzt bist du doch am Leben. Das stimmt schon. Rain und ich brachen bei dem Gelächter aus. Als er uns lachen sah, vergrub Ray seinen Kopf in den Händen, als würde er damit sagen wollen, dass er uns einfach nicht verstand. Wir haben natürlich das gewählt, weil ich glaube nicht, dass ihm das gefallen würde. Ich meine, wenn du so ein verrücktes Mädchen an deiner Seite hast, von der du sowas erfährst, ne? Warum versuchst du es nicht mehr selbst, Ray? Ich glaube, der würde einem Vogel zeigen und sagen, nee, vergiss es. Ich werde es nicht nochmal tun. Wir sind mal so schlau, wir machen das nicht nochmal. Sei versichert, ich werde es nicht mehr wieder tun. Wenn du immer noch so etwas vorhast, dann werde ich dich verlassen, würde ich. Dann würde ich dich verlassen, oder so würde ich jetzt sagen. Du hättest auch einfach hör auf damit sagen können. Andere Warnungen stoßen bei verrückten Mädchen, die die Gefahr leben, doch nicht auf Gehör. Das stimmt schon. Aber egal, was ich getan habe, sie wollte nie aufgeben. Und deshalb ist sie heute da, wo sie ist. Ach, diese guten alten Erinnerungen. Ganz nebenbei, Sissy. Da du den ganzen Weg bis hierher gekommen bist, könntest du mir noch einen Gefallen tun, bevor du gehst?
Was denn? Es gibt kein Feuerholz. Es ist kein Feuerholz mehr da. Könntest du es aus dem Schuppen holen und... Es gibt einige Teller abzuwaschen. Könntest du das auch noch tun? Oh, und könntest du die Wäsche waschen? Das ist aber nicht nur eingefallen. Es wäre gut für dich, diese Aufgaben zu erledigen. Nimm es einfach als Vorbereitung zur Braut. Braut? Ich drehte mich rum und sah Ray an. Aber Ray sah ganz ruhig aus und sah Frau Rain an. Hey, beeil dich, schnell! In der Zwischenzeit werde ich mich nett und lange mit dem hübschen Mann unterhalten. Oh, sag aber nichts Komisches. Nachdem ich das gesagt habe, stand ich auf. Ich versuchte, alles schnell fertig zu bekommen, bevor Foray noch etwas Seltsames zu Ray sagte. Ray? Rain? Was jetzt? Selbst ich würde mich ein wenig schüchtern fühlen, wenn ich von einem Mann so angestarrt werden würde. Rain? Hast du mir etwas zu sagen? Ray? Sie sind es doch, die etwas zu sagen möchten, richtig? Sie haben sie weggeschickt, damit sie uns alleine länger, damit sie uns alleine lässt. Es ist, weil sie mir etwas zu sagen haben, oder? Oh, du bist so klug, wie du hübsch bist. Du bist gut für Sissy. Ich habe nicht viel zu sagen, aber ich muss mich um ein, ich muss dich um einen kleinen Gefallen bitten. Es geht um das dumme Mädchen. Gefallen? Wie du wohl weißt, ist sie neben ihrer Furchtlosigkeit auch noch die Art von Menschen, die mit nur geringem Wissen etwas tun würde. Und sie ist so tollpatschig bei allen. Sie hat keine Erfahrung in Beziehungen. Ich glaube, sie wird dir vielleicht Ärger machen. Sie hat bis jetzt noch keinen Ärger gemacht. Ist das so? Dann ist es gut. Mach sie bitte glücklich. Sie wird nicht so lange leben wie du. Bitte fülle ihr kurzes Leben mit Glück aus. Darf ich sie etwas fragen? Was mag sie? Was? Dass es sie glücklich machen soll, muss mir das keiner erst sagen. Aber, wie sie schon gesagt haben, sie ist eine geistige Struktur, die meine Einbildungskraft übertrifft. Ich war bis jetzt davon ausgegangen, dass Frauen zufrieden werden, wenn man ihnen etwas Schönes und Teures schenkt. Aber sie scheint da anders zu sein. Als wir in der Stadt waren, hat sie sich ein Diadem angeschaut und es schien, als wollte sie es dieses haben. Aber als ich ihr anbot, es zu kaufen, da sagte sie nein. Sie sagte, dass sie sich seltsam fühlen würde, wenn sie so ein teures Geschenk bekäme. Sie sagte, dass Churros genug sein würden. Wow, das klingt sehr nach ihr. Was wird sie glücklich machen? Ist sie wirklich mit Churros glücklich? Nun, du scheinst mehr von ihr besessen zu sein, als ich gedacht habe. Warum würde ich sonst ein Mädchen aus der Nähe des Wassers an meiner Seite haben? Ist denn so? Könnte es sein... Okay, gut. Dann werde ich etwas Gutes geben. Etwas Gutes? Hier ist es. Es ist eine Mandel... Ich weiß immer noch nicht, was das heißen soll. Es ist eine Mandelei... Mandeleine? Es sieht aus, als wäre sie vergammelt. Es ist etwas Besonderes mit einer Medizinerin. Sei versichert, dein Wunsch wird hiermit in Erfüllung gehen. Was für ein bisschen ist da drin? Wenn du es wissen willst, musst du es essen. Es wird dir nichts tun. Es tut mir leid, dass ich es sagen muss, aber ich werde nichts essen und nämlich nicht weiß, was es ist. Ist das so? Dann wird dein Wunsch lieber wahr werden. Niemals. Das, was sie möchte, ist etwas, das ein gebildeter Mann wie du niemals erraten könnte, egal wie sehr er sich den Kopf zerbricht. Aber ich zwinge dich nicht. Wenn du es nicht willst, dann finde ich das auch in Ordnung. Es wird meinem Körper nichts tun, richtig? Vertrau mir. Ich bin nicht so in der Nähe, dass ich mich mit einem Vampir anlegen würde. Okay, geben Sie es mir. Auch wenn ich mir Sorgen mache. Ich vertraue dir, wie du es gewagt hast zu sagen. Du hast eine weise Entscheidung getroffen. Vertrau mir, ich werde niemals in eine falsche Richtung lenken.
wenn deine Gefühle für sie nicht wirklich wahr sind. Ich frage mich immer noch, was hat sie ihm da gegeben? Okay, es ist wie gesagt spannend. Ich hoffe, ich war die Aufnahme aufgenommen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal von Emperor, der Bewohner der Dunkelheit, und erfahren, ob diese Medizin Ray irgendwas weitergeholfen hat und ob sein Wunsch wahr geworden ist. Ich frage mich echt immer noch, was das sein soll. Also, bis dann.